Liebe Frauen, Männer und Aktive von Bündnis 90 Die Grünen, der Landesfamilienverband Chia e.V., selbstbestimmte Handlungsstrategien und Initiativen für Alleinerziehende, grüßt Sie recht herzlich und wünscht Ihnen für heute kreative, zielführende Diskussionen. Um dem grünen Kampf für Klima und Ökologie wie für eine ressourcenorientierte Wirtschaft einen nachhaltigen Sinn zu verleihen, braucht es eine gerechte Finanz- und Wirtschaftspolitik, aber auch und insbesondere eine kluge Familien- und Sozialpolitik, welche die Bedarfe unserer Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und älteren Menschen berücksichtigt. Familien sind wie Ökosysteme, deren Lebensgrundlagen durch politische Entscheidungen zerstört, aber auch unterstützt werden können. Schaffen wir es nicht, diese zeitnah, zielgenau, bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und zu evaluieren, zerstören wir unsere menschliche Gemeinschaft und unsere Zukunft und die unserer Kinder. Deshalb unser heutiger Impuls an Sie, die Lebensrealitäten der unterschiedlichen Familienkonstellationen weiter wie bewährt in Ihre landes- wie bundespolitischen Entscheidungen einzubinden. Sie wirken zurück in unsere Familien und unterstützen die sächsischen Grünen in ihrem familienpolitischen Einsatz. Alle Politik muss sich orientieren an den sozioökonomisch Benachteiligsten. Kostenfreie Bildung, Gesundheitsvorsorge, Mobilität, Freizeit, die Öffnung von Kunst und Kultur für Kinder und Eltern sollten möglich werden. Und das Geniale ist, wir alle profitieren davon. In diesem Sinne unser heutiger Dank an Sie und jetzt wünschen wir gute Entscheidungsfindung für das Wertvollste, die Kinder in unseren Familien. Viel Erfolg wünschen Brunel Fischer und das gesamte Team des Landesfamilienverbandes Chia e.V.